willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 12. Juni 2024 mit Sonne, Venus, Jupiter, Merkur weiterhin in den Zwillingen. Der Mars befindet sich im Stier. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Neptun, Saturn in den Fischen, Uranus im Stier und den Mond haben wir heute am Mittwoch ab 20 vor 8 in der Jungfrau. Bis dahin befindet sich der Mond noch in Löwe. Es ist ganz wichtig, noch die Energie zwischen Pluto und Mars zu berücksichtigen. Ja, da kann es Streit geben. Zudem kommt heute ein Quadrat dazu zwischen Merkur und Saturn. Und dieser Merkur und Saturn wirkt eben ähnlich nochmal auf die Energie wie Mars und Pluto. Es verstärkt noch den Willen, sich durchzusetzen oder sich irgendwie, naja, irgendeine Sache zu klären. Man kann über jemanden verärgert sein, man kann gefrustet sein in einer Situation, das kann sich heute eine Bahn brechen. Bitte seid da sehr vorsichtig, ja, dass ihr da vielleicht nicht, ich sag mal, irgendwas kaputt macht, was ihr nicht kaputt machen wollt. Also im Sinne von Ärger produzieren oder ausflippen, wenn irgendwas ist. Es hat was damit zu tun, dass man über etwas enttäuscht ist, vielleicht schon länger. Und dass heute sich, wie gesagt, seinen Ausweg sucht. Und das kann sehr unangenehm werden, wenn man nicht Acht gibt. Aber das hängt ja auch davon ab, wie man mit der Situation umgeht. Und wir schauen uns das selbstverständlich gleich noch in den Karten an. Also bitte keine Panik. Es geht darum, mit der Situation adäquat umgehen zu können. Also schauen wir mal, was heute möglich ist. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Wir haben weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in Zwillinge. Der Mond wechselt gegen 20 vor 8 in die Jungfrau. War bis dato im Löwen. Unterstützend für dich, auch sehr anspruchsvoll. In der Jungfrau wird es akkurater und auch ein bisschen kritikfreudiger, muss man auch dazu sagen. Aber auch geerdet. Ja, wir haben an diesem Mittwoch auch weiterhin Neptun, Saturn in den Fischen, den Mars im Stier, hilft auch gut beim Arbeiten und eben auch eine Verbindung zur Erde, also im Sinne von nicht die Fassung verlieren bzw. zu hochtrabend werden. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der auch mit Jupiter weiterhin natürlich den Ehrgeiz fördert. Wir haben den Uranus im Stier, der eben überraschend auch mal was verändern kann. Zudem haben wir heute den Tag, den letzten Tag, wo eben diese Verbindung zwischen Pluto und Mars da ist, wo man so einen Groll hegen kann oder man es mit Neid und Missgunst zu tun bekommt. Also sowohl kannst du selber missgünstig sein, als auch andere. Da ist natürlich Vorsicht geboten. Zudem haben wir am heutigen Tag ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn. Merkur ist die Kommunikation, die ja jetzt auch in Zwillinge steht. Also der Merkur steht in Zwillinge, Saturn in den Fischen. Und ja, da haben wir dann auch nochmal eine Verstärkung in der Kommunikation im Außen miteinander, wo man dann vielleicht auch mit dem Mond in Jungfrau überkritisch sein kann und vielleicht auch was Dummes sagt oder gesagt bekommt. Da muss man sich schon mächtig zusammenreißen. Wir schauen mal, was wir für den Widder heute haben. Langsam machen, ne? Lass dich nicht hetzen. Wir haben die Liebe, wir haben die 10 der Kelche, das bedeutet auch Familie, Liebe, Fürsorge, ja. Daran sollte man festhalten, ja, das ist wichtig. Und man sollte sich auch unter gar keinen Umständen davon abbringen lassen. Kann natürlich sein, dass man vielleicht mit Merkur und Saturn im Quadrat vielleicht auch selber mal daneben greift, ne? Wir haben hier die 5 der Kelche, das ist so ein bisschen Bedauern, ne? Wo man sagt, hätte ich mal besser nicht gemacht.
vielleicht auch so ein bisschen Sturheit, so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Eigensinn, kann ja durchaus sein. Also ich denke, wichtig für dich heute ist, langsam zu machen, bevor du irgendwas tust oder sagst oder entscheidest, solltest du sowohl dein Bauchgefühl fragen, als eben auch deine Intuition. Also im Sinne von, wie wirkt das? Also so ein bisschen strategisch vorgehen, ja. Sollte ich nicht? Halte lieber an dem fest, was liebevoll und freundlich ist. Vielleicht wirkt auch dein Einfluss nicht ausreichend, auch das wäre möglich. Aber es wäre heute nicht so gut, sich irgendwo reinzuhängen und dann möglicherweise sozusagen der Spaßverderber zu sein. Also ein bisschen aufpassen, achte auf das Feingefühl und sonst hast du hier nachher das Bedauern, ja? Also schön vorsichtig vorgehen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Weiterhin die Sonne, die Venus, den Jupiter und den Merkur in den Zwillingen. Weiterhin sehr viel Kommunikation, Austausch, Kontaktpflege oder neue Kontakte. Der Mond ist erst noch im Löwen und wechselt um 20 vor 8 heute Morgen in die Jungfrau, was für dich ganz gut ist, weil da hast du Unterstützung durch gute Planung, Vorbereitung, Eifer natürlich, aber man hat auch mit der Jungfrau-Energie eine gewisse Kritikfreude, also man nörgelt vielleicht auch gerne ein bisschen rum. Das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für alle anderen. Wir haben den Mars im Stier, da kannst du eben gut arbeiten, da wirst du vom Mond unterstützt. Wir haben auch Uranus im Stier, kleine Veränderungen sind möglich und machbar. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, das brauchen wir auch, um uns auf die Situation und andere einstellen zu können. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig, der natürlich auch mit Jupiter immer noch den Ehrgeiz fördert. Das sollte man natürlich auch nicht übertreiben. Dieser Pluto im Wassermann rückläufig steht ja noch im Quadrat zu deinem Mars im Stier. Und sorgt weiterhin für Querelen, für Missgunst, für, ja, vielleicht auch einen gewissen Groll natürlich, ja, der sich vielleicht angestaut oder angesammelt hat. Hinzu kommt heute noch, dass wir ein Quadrat zwischen Merkur in den Zwillingen und Saturn in den Fischen haben. Das kann natürlich hochkochen. Wir haben die Nörgelei, sag ich mal, so ein bisschen vom Jungfraumond. Wir haben die beiden Quadrate. Da musst du als Stier besonders aufpassen, weil du davon vielleicht auch extrem betroffen bist. Ja, wir schauen uns das jetzt mal an, wie das aussieht. Wir haben die Kommunikation, die ja sowieso mit Zwillinge-Energie sehr stark ist. Ja, wir haben die Königin der Kelche. Das ist liebevolle Fürsorge, Mütterlichkeit. Ne, aber vielleicht ist das etwas, was gut gemeint ist, aber nicht gut ankommt. Ja. Es kann sein, dass jemand sich dadurch ja bevormundet fühlt oder dass du jemandem zu nahe trittst. Vielleicht ist das auch, ich sag mal, zwischen Kollegen zum Beispiel irgendwie was, wo du ein bisschen vorsichtig sein solltest, wie du die Dinge formulierst. Wir haben hier den Wettbewerb, wir haben hier auch diese Querelen mit der Unzufriedenheit und den 5 der Stäbe. Also da ist schon vielleicht im Vorfeld so ein bisschen Aggression dahinter. Und selbst wenn du es gut meinst oder ne, jemand es gut meint, kann das eben falsch aufgefasst werden, auch umgekehrt. Es könnte auch umgekehrt sein, dass jemand es gut mit dir meint, dir was sagt und du gehst hoch wie eine Rakete. Also sei da auf jeden Fall vorsichtig. Lass weder dich bevormunden, noch bevormunde jemand anderen. Also überlege, bevor du etwas sagst oder tust, wie das aufgefasst werden könnte. Und wenn jemand das irgendwie schräg rüberbringt, auch in deine Richtung, solltest du das behutsam beilegen, wenn es irgendwie geht. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Wir haben die Sonne, Venus, Jupiter, Merkur in deinem Zeichen. Da gilt es natürlich, die auch im Zaum zu halten, diese Energien.
Wir hatten den Mond im Löwen, der heute Morgen gegen 20 vor 8 in die Jungfrau wechselt. Da ist ein bisschen Erdenergie drin, das ist nicht schlecht. Wobei natürlich Mond in Jungfrau auch ein bisschen nörgelig macht. Also sowohl dich als auch andere. Aber es bietet halt so ein bisschen auch Bodenhaftung. Genauso wie der Mars im Stier hilft, voranzukommen, in gemäßigtem Tempo langsam zu machen, sich nicht zu stressen, wenn es geht. Und das ist auch wichtig. Neptun, Saturn in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam. Neptun verwirrt dich natürlich auch. Ja, kann sein, dass er dich durcheinander bringt, deine Gefühle so ein bisschen Achterbahn fahren lässt oder die Gedanken kreisen lässt. Da musst du aufpassen, ja, solltest du auf jeden Fall. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Das ist auch eine sehr starke Energie, vor allen Dingen mit Jupiter zusammen, fördert den Ehrgeiz und da sollte man auch aufpassen, nicht über die Stränge zu schlagen. Da kann man eben die Erdenergie ganz gut gebrauchen. Uranus ist auch im Stier, bringt auch Überraschungen, hat aber nicht so wirklich Einfluss und auch du hast nicht so viel Einfluss auf Uranus. So, jetzt haben wir dieses Quadrat noch zwischen dem Pluto und dem Mars. Das bedeutet, da ist immer noch irgendwas im Raum oder ist so ein bisschen zwischenmenschlich schwierig. Ne? Der eine oder andere hegt einen Groll oder hat viele Dinge unter den Teppich gekehrt und das droht eben rauszubrechen. Ja, als wäre das nicht genug, haben wir heute auch ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn. Da kann eben auch gefühlsmäßig etwas in Schräglage geraten und ich sag mal zum Explodieren kommen. Gerade auch mit Mond in Jungfrau und wenn dann vielleicht das eine zum anderen kommt, bitte gut Acht geben, ja? Was haben wir für die Zwillinge? Wir haben den Neuanfang mit dem Narren. Wir haben die Liebenden mit Zwillinge-Energie und den König der Münzen. Das bietet sehr viel Stabilität und Sicherheit. Und kann selbstverständlich Neid und Missgunst erwecken. Du kannst dem folgen, was dir lieb und teuer ist, was dir am Herzen liegt. Und du schaffst es, Stabilität und Sicherheit reinzubringen, bekommst vielleicht noch Unterstützung und stehst gut da. Wir haben hier das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist auch so ein bisschen die Energie, wie du damit umgehst, wenn du zum Beispiel erfolgreich bist. Ob du das jeden irgendwie spüren lässt, dass du jetzt erfolgreich bist und dass er oder sie eben nicht erfolgreich ist, ja, solche Sachen sollte man nicht machen, auch wenn einem danach ist. Ich sag mal, selbst wenn du gegen jemanden etwas hast, solltest du dich glücklich schätzen, dass es dir gut geht. Man weiß ja nicht, wie es bei dem oder der anderen aussieht, ja. Wie gesagt, also das ist sehr, sehr schön für dich. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man, wenn man zu hochmütig damit umgeht, dass man entsprechend eben auch diesen Neid und diese Missgunst natürlich zu spüren bekommt. Also es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Der Mond wechselt gegen 20 vor 8 vom Löwen in die Jungfrau. Da hast du auch so ein bisschen Bodenhaftung, natürlich Erdenergie, gute Planung, aber man kann auch ein bisschen nörgelig sein. Ja, die Jungfrauenergie beinhaltet auch immer so ein bisschen Kritikfreude. Ne? Wir haben auch den Mars im Stier, der dich als Krebs natürlich wunderbar unterstützt bei allem und auch natürlich die Erdenergie gibt. Also ruhig angehen, ruhig arbeiten, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist wichtig. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der mit Jupiter in Verbindung, auch wenn das nicht so stark ist, aber es ist vorhanden, den Ehrgeiz schürt. Ja, also man möchte ja auch gerne vorankommen, man möchte ja auch gesehen werden. Und da ist auch grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Neptun und Saturn in den Fischen sorgen für das nötige Feingefühl. Deine Intuition ist sowieso schon vorhanden. Es ist jetzt wichtig zu beachten, dass wir bis heute auch noch dieses Quadrat haben zwischen Pluto und dem Stier Mars. Ja?
Das bedeutet eben, dass man immer noch einen Groll hegt oder irgendwas wieder hochkommt. Das ist ja noch nicht alles. Wir haben heute auch noch ein Quadrat zwischen Merkur in den Zwillingen und dem Saturn in den Fischen. Und das weckt ja noch mehr Misstrauen, Neid und ja, man sollte ein bisschen aufpassen, ja, dass man da vielleicht nicht übertreibt mit Zoll, mit Zorn, nicht mit Zoll, mit Zorn und mit ja, mit ja, Nickeligkeit oder dass man zu viel nörgelt und meckert und so weiter. Man sollte da vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für dich als Krebs an diesem Mittwoch haben. Informationen sammeln, sich erstmal schlau machen, was geht ab. Mit der Intuition natürlich vorarbeiten, auch zwischen den Zeilen lesen, das, was einem nicht so wirklich gesagt wird. Du hast hier mit dem Mond auch etwas, was dich möglicherweise ärgert oder wo du sagst, das geht so nicht, das will ich so nicht, ja. Aber du kannst natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich die Dinge ändern. Dazu musst du dich neuem öffnen mit den Acht der Kelche. Das bedeutet auch, dass man Alternativen suchen sollte, statt jetzt zum Beispiel jemand zur Rede zu stellen, egal privat, beruflich. Es geht darum, sich anderweitig zu informieren, wie kann ich mit diesen Gefühlen, diesen vielleicht Unzulänglichkeiten, nennen wir die mal so, umgehen und wie kann ich das aus der Welt schaffen, ein für alle Mal. Und da brauchst du ein bisschen einen Blick über den Tellerrand und über das Normale oder das Gewohnte hinaus. Lass dir also bitte ein bisschen Zeit damit und geh nicht gleich hoch, wenn irgendwas ist, sondern überlege dir, welche Schritte du unternehmen könntest, ja, noch nicht machen, sondern erstmal überlegen, um das Ganze in eine andere Richtung zu lenken. Du könntest wahrscheinlich auf gute Ideen kommen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur sind weiterhin in den Zwillingen, machen sehr beredt, sehr vielfältig, sehr aufgeschlossen, kontaktfreudig. Aber man muss immer aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt und zu viel machen will, ja, oder auf zu vielen Dingen vielleicht Einfluss nehmen möchte. Du hast erst den Mond im eigenen Zeichen noch, das wechselt gegen 20 vor 8 in die Jungfrau. Da wird's natürlich ein bisschen gezielter, genauer, planmäßiger oder vielleicht auch ein bisschen überlegter, sage ich jetzt mal, ne? Wir haben auch den Mars im Stier, auch eine Erdenergie. Man kann pragmatisch vorgehen, sollte man auch, um Dinge zu prüfen, zu hinterfragen vielleicht auch. Ja, mit dem Mond in Jungfrau kann man auch selber so ein bisschen unleidlich werden oder andere sind es. Man ist so ein bisschen akribisch und man achtet auf jedes Detail. Das kann bisweilen auch ganz schön nervig werden. Neptun, Saturn in den Fischen, also auf die Stimmung achten, wie man mit anderen umgeht, freundlich bleiben, zurückhaltend, bescheiden, ja, kommt nicht von ungefähr. Wir haben auch Uranus im Stier, der kann natürlich auch Veränderungen bringen, ohne dass du da wirklich Einfluss drauf hast. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der natürlich auch weiterhin mit Jupiter in Kontakt steht, wenn auch nicht mehr so stark, aber den Ehrgeiz fördert. So, und dann haben wir auch noch, ja, ich sag mal, das Quadrat zwischen dem Mars im Stier und dem Pluto. Also man hat schon ein bisschen was angestaut, der eine oder andere. Und jetzt kommt heute noch das Quadrat zwischen Merkur und Saturn dazu. Und das kann natürlich schief gehen, wenn man nicht gut vorbereitet ist oder gut planmäßig vorgeht, ja, also nicht direkt etwas durchführen oder seinem Ärger Luft machen, das könnte schief gehen. Wir schauen mal, was wir für den Löwen heute haben. Auch du hast etwas, was dich belastet, stört, irgendwie bekümmert. Wir haben die 10 der Kelche, da ist Familie, da ist Gefühl und der König der Kelche. Also du hältst schon ein bisschen zurück. Du zeigst es nicht, dass du gekränkt bist. Du bist vielleicht auch, ich sag jetzt mal, sozusagen weitestgehend zufrieden mit dem, wie es läuft.
aber irgendwas stört dich halt. Und hier haben wir mit den Sechs der Schwertern die Gespräche. So, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man sich auf der einen Seite nicht in Rage redet oder eben auch an jeder Kleinigkeit rummäkelt, ja, oder dass das vielleicht auch ein anderer tut, ja, denn das kann ganz schön nervig sein. Also ein bisschen Zurückhaltung mit dem König der Kelche ist nicht verkehrt, weiterhin fürsorglich bleiben, aber vielleicht auch das ein oder andere besprechen, aber man sollte eben nicht, ich sag mal, den großen Wutausbruch haben oder ich sag jetzt mal, Nägel mit Köpfen machen und einfach alles auf eine Karte setzen. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so die beste Idee. Ja, vielleicht noch ein bisschen warten oder die Dinge erstmal so ansprechen, vorsichtig vortasten. Das wäre jetzt so meine Idee für den Löwen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Da ist viel los, da wird viel gequatscht, da macht man neue Kontakte. Das kann in allen Bereichen sein, schriftlich, am Telefon oder persönlich auch, ne? Wenn es dir zu viel wird, brauchst du vielleicht auch mal eine Auszeit. Rückzug ist keine schlechte Idee. Der Mond steht noch bis 20 vor 8 im Löwen und wechselt dann in dein Zeichen. Da bist du sozusagen in deinem Element. Ja, solltest aber da auch nicht überkritisch sein. Jetzt haben wir Neptun, Saturn in den Fischen und du weißt, Neptun verwirrt und ja, kann natürlich die Gefühle so ein bisschen Achterbahn fahren lassen oder die Gedanken kreisen um etwas ganz Spezielles. Halte dich an die Fakten, an das, was du wirklich weißt und nicht, was du vermutest, ja. Denn wir haben kritische Energien. Wir haben natürlich den Mars im Stier, der dich unterstützt, der ruhige Arbeit und akribisches Arbeiten auch ermöglicht. Und da ist auch immer natürlich eine Pause nötig und sollte auch drin sein. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, habe ich ja schon gesagt. Der Neptun kann dazwischen grätschen. Wir haben rückläufigen Pluto im Wassermann, der immer noch natürlich den Ehrgeiz schürt mit Jupiter, wenn auch nicht mehr so krass wie zu Beginn. Dieser Pluto steht aber im Quadrat heute noch mit dem Stiermars. Und wir haben heute noch ein Quadrat zwischen Merkur in den Zwillingen und Saturn in den Fischen. Also erstmal natürlich nicht alles glauben, was man hört. Nicht auf Hörensagen vertrauen, sondern sich vergewissern, ja, ob etwas wirklich stimmt. Und auch nicht direkt lospoltern. Ja. Man könnte nämlich grundsätzlich auch mit der Neptun-Energie völlig falsch liegen und aufs falsche Pferd setzen. Deswegen sei da bitte sehr gut informiert und vorbereitet. Wir haben die Nostalgie, die Vergangenheit. Das sind Dinge, die vielleicht schon passiert sind. Es gilt, fair zu bleiben, ja, die Dinge eben auch, ich sag mal, fair anzugehen. Die Enttäuschung, die trägst du natürlich in dir, wenn irgendwas passiert ist und so weiter. Du setzt dich damit auseinander, ja. Wir haben aber mit den 3 der Schwertern und der 5 der Schwertern eine 8 der Schwerter. Und die 8 der Schwerter, weißt du, ist dieser Kreisel, wo die Schwerter um jemanden herum sind, der die Augenbinde auf hat. Man könnte vielleicht durch Kränkungen aus der Vergangenheit die falschen Schlüsse ziehen und seine Fairness verlieren und die Dinge ansprechen und möglicherweise, ja, ich sag mal, sich blamieren oder die falschen Verdächtigungen oder Äußerungen tätigen. Sei da bitte sehr vorsichtig. Es geht nicht darum, dass du dich nicht wehrst, sondern es geht darum, dass du das an die richtige Adresse bringst. Ja, könnte ja sein, dass da irgendwas ja irgendwie so gelaufen ist, was du nicht weißt. Und deswegen sei da zumindest sehr, sehr vorsichtig, denn das könnte richtig in die Hose gehen. Ja. Und deswegen könnte das dann noch schlimmer werden, wenn man dann wirklich aus der Hose fliegt. Also prüfe die Dinge wirklich ganz akribisch, bevor du irgendetwas äußerst oder dich echauffierst über etwas, also aufregst über etwas oder jemanden. Erkläre das. Das kann auch ein paar Tage dauern. Das muss jetzt nicht heute sein. Aber es ist wichtig, dass du nicht unüberlegt handelst oder aus einem Gefühl heraus oder einer Vermutung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder.
herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024 mit Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Hast du dich schon dran gewöhnt? Du bist hoffentlich ganz entspannt und relaxed damit umgegangen und gehst damit auch weiterhin so um. Wir haben nämlich auch ja nicht mehr den Löwen dann im Mond, also Mond in Löwe, sondern ab 20 vor 8 den Mond in der Jungfrau. Da bleibt man so ein bisschen entspannter. Vielleicht prüft man auch die Dinge etwas besser als zuvor und die Ansprüche gehen auch auf ein gesundes Maß runter, gerade auch für die Waage. Du hast immer hohe Ansprüche an dich selbst, aber auch an andere, an die Situation. Das ist ja soweit auch nicht schlimm, aber ich denke, dass mit der starken Zwillinge-Energie du dann so ein bisschen übereuphorisch werden könntest, ja, oder übereifrig wegen dem, ja, ich sag jetzt mal Ehrgeiz auch, ja, den wir haben mit Jupiter und dem rückläufigen Pluto im Wassermann. Da ist Vorsicht geboten, ja. Wir haben heute auch ein Quadrat, erstmal das zwischen Stier, Mars und dem Pluto und heute auch noch zwischen dem Merkur in Zwillinge und dem Saturn in den Fischen. Man kann so richtig falsch liegen und man kann durch Wut, durch Enttäuschung, durch Verbitterung vielleicht auch jemanden verurteilen oder angehen, der gar nichts dafür kann. Deswegen ist äußerste Vorsicht geboten. Neptun und Saturn sind in den Fischen, ein bisschen einfühlen, ein bisschen sensitiv auch an die Mitmenschen rangehen, nicht direkt die Schlüsse ziehen, sondern lieber nochmal nachforschen, ja. Weil man könnte sehr viel Geschirr zerdeppern, ohne dass einem das wirklich was bringt, wenn man auf der falschen Fährte ist, ja. Ja, Uranus bringt auch nochmal Überraschungen, der ist im Stier. Und deswegen, liebe Waage, halte dich an die Fakten. Da ist die Disziplin. Du musst dich selber disziplinieren, bevor du dann wirklich, sagen wir mal, aus den Vollen schöpfst. Ja, du bist erfolgreich, ja. Das ist sehr gut. Und wir haben liebevolle Energie, charmant, entgegenkommend, erfolgreich, ja, durch Disziplin. Und wir haben die Erfahrungswerte. Das sind vielleicht die Dinge, die du erlebt hast, ja, die dich vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sag mal, angepiekt haben, ja, wo du vielleicht auch ein bisschen nachtragend bist, jemandem oder etwas gegenüber, ja, wo du dann sagst, also da bin ich dann etwas zugeknüpfter und halte mich fern oder ähnliches, ja. Und vielleicht ist das genau die falsche Person. Also wenn es da etwas geben sollte, du bist erfolgreich, du darfst das genießen, aber wenn es da irgendeine Verbitterung, eine Enttäuschung aus der näheren Vergangenheit gibt, forsche genauer nach, in Ruhe und möglichst unvoreingenommen. Man könnte, wie gesagt, sehr schnell in Rage geraten oder in Streit mit jemandem über eine Sache, die vielleicht ganz anders gelagert ist als gedacht. Wenn, dann sollte man auf jeden Fall gut informiert sein und nicht auf Hörensagen setzen. Ja, also da solltest du wirklich die Fakten auf den Tisch legen. Ja, ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg, viel Disziplin auch. Ja, viel Kraft und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur befinden sich weiterhin in den Zwillingen. Und ich hoffe, du hast dich ein bisschen an diese Energie gewöhnt oder kommst damit soweit gut klar. Mit dem Mond im Löwen war es vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoll und herausfordernd. Gegen 20 vor 8 wechselt dieser Mond in die Jungfrau. Jungfrau-Energie kommt dir näher, ist auch perfektionistisch, obwohl es Perfektionismus gar nicht gibt. Ist auch ein bisschen nörgelig und hinterfragend, misstrauisch. Das ist eben ähnlich auch wie beim Skorpion. Man sollte da natürlich auch nicht übertreiben. Wir haben natürlich den Mars im Stier. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, den rückläufigen Pluto im Wassermann, der natürlich auch weiterhin den Ehrgeiz fördert. Und ehrgeizig bist du ohnehin schon. Er ist noch in Verbindung mit Jupiter, auch entfernt jetzt, ne, nicht so direkt. Wir haben ja sicherlich auch mit diesem Quadrat zwischen dem Mars im Stier
und dem Pluto im Wassermann rückläufig zu kämpfen, heute noch, ja. Dieses Quadrat ist heute noch aktiv, bedeutet, dass man eben alten Groll hegt, überlegt, wie man das loswerden kann und vielleicht auch aufgeregt wird durch Ereignisse jetzt aktiv und ja, ganz relevant momentan. Man sollte natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt haben wir heute auch noch ein Quadrat zwischen dem Merkur in Zwillinge und dem Saturn in den Fischen. Das heißt, man hat so den Drang, die Dinge endlich zu bereinigen, sollte aber dennoch nicht einfach auf Hörensagen gehen, sondern auch wirklich gute Fakten haben, sich gut überlegen, wie man das umsetzt und nicht einfach drauf losgehen. Jetzt haben wir hier für dich die 8 der Münzen. Das ist der Job, die Arbeit, das, woran du arbeitest. Wir haben die Königin der Stäbe, das Optimismus drin. Da ist natürlich auch Ärmel hochkrempeln, was umsetzen, wirklich mitarbeiten. Du bist mittendrin. Du wirst ja auch unterstützt, sowohl vom Stier Mars und auch vom Mond in Jungfrau. Liebevolle Energie, der Ritter der Kelche. Das kann sowohl von dir ausgehen als auch von anderen. Aber im stillen Kämmerlein planst du eben auch sozusagen, ich sag mal, deine Abwehr. Ja, ich will es jetzt nicht Rache nennen, weil Rache wäre ein bisschen zu hochgegriffen. Aber du hast schon das Bedürfnis, dem einen oder anderen in irgendeiner Form zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das sollte aber sehr, sehr elegant passieren. Also wenn wir schon von Rache sprechen wollen, dann sollte die auch kalt serviert werden. Also ich würde, wenn vorschlagen, mit Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit den anderen oder denjenigen, gegen den du den Groll hegst, den du hoffentlich auch, ich sag mal, validiert hast, das heißt nachgeschaut hast, ob das wirklich diese Person ist und nicht von anderswoher kommt, dass du denjenigen sozusagen sich selbst entlarven lässt. Das muss nicht heute passieren. Aber du bist da in der Planung. Du hast mit dem Eremiten hier, das ist die Jungfrau-Energie, eben schon so ein paar Ideen dafür. Und vielleicht ist das eine Alternative, die dann etwas eleganter ist, als wenn man sich da gegenseitig irgendwas vorwirft oder sich vielleicht auch, ja, ankeift, sag ich mal, ne? Das wäre ja nicht so schön, ja. Aber wie gesagt, wenn das nicht nötig ist, dann solltest du das auch nicht tun. Aber wenn du irgendwo das Gefühl hast, ich muss da irgendwas zurückgeben, dann sollte das eben sehr elegant passieren. Ich bin gespannt, wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024, mit Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Das ist auf der einen Seite sehr schön, neue Kontakte, Gespräche, Austausch, vielseitige Interessen, neue Möglichkeiten erkennen, wunderbar. Aber es birgt halt auch die Gefahr, dass man sich zu viel vornimmt, zu vielseitig ist, dann auch, ja, um irgendwas dann auch richtig gut zu Ende zu führen. Da musst du aufpassen. Der Mond war bisher im Löwen, hat dich bestärkt, man wollte sich auch zeigen, sozusagen. Jetzt wechselt der Mond in die Jungfrau. Das ist natürlich unangenehm manchmal, weil diese auch überkritisch ist, die Energie. Also man kommt nicht davon mit dem Thema, tut mir leid, habe ich übersehen. Das ist halt das Thema von Mond in Jungfrau. Und da kann irgendwie auch schon ein bisschen die Thematik ein bisschen nörgelig sein. Hinzu kommt natürlich, dass wir Neptun und Saturn in den Fischen haben. Und mit Neptun siehst du nicht immer ganz klar. Und wenn du nicht ganz klar siehst oder nicht alle Details kennst, solltest du sehr zurückhaltend sein und dich erst nach vorne wagen, wenn du alle Details kennst, ja? Also keine voreiligen Entscheidungen, Handlungen oder, ich sag jetzt mal, Ansprachen. Wir haben den Mars im Stier, das lässt gut arbeiten, bewirkt Ruhe, Entspannung und natürlich Pausen, die wichtig sind. Passt auch gut zum Mond in der Jungfrau. Der Uranus im Stier bringt auch manche Überraschungen, auf die hast du keinen Einfluss. Der rückläufige Pluto im Wassermann steht trotzdem noch in Verbindung mit Jupiter in den Zwillingen, auch wenn das entfernt ist, aber Ehrgeiz ist noch da. Jede Menge sogar. Und zwar nicht nur bei dir, auch bei allen anderen. So, und dieser Pluto steht immer noch im Quadrat, zumindest heute noch, mit dem Mars
Stier. Das kann alten Groll hervorbringen. Alte Themen werden wieder aufgerollt und so weiter. Und das ist natürlich unschön. Und dann kommt dazu noch das Quadrat zwischen Merkur in den Zwillingen und dem Saturn in den Fischen. Das kann durchaus eskalieren, wenn man nicht aufpasst. Das kann verbal eskalieren. Und deswegen sollte man da äußerst vorsichtig sein. Also halte dich, wenn es geht, bedeckt. Wir schauen mal, was die Karten sagen. Langsam machen. Ja, es schleichen sich, wenn man hastig ist oder wenn man sich, wie gesagt, zu viel vorgenommen hat, immer mal wieder Flüchtigkeitsfehler rein. Dann haben wir noch die Verwirrung. Vielleicht bist du nicht ganz bei der Sache. Irgendwas irritiert dich. Du denkst vielleicht über etwas nach. Das kann ja mal so sein. Das ist auch nicht schlimm. Man muss halt heute nur aufpassen, dass man da nicht so, ja, ich sag mal, schnell zum Mittelpunkt wird oder vielleicht auch Stress hat. Wir haben die vier der Stäbe, eine solide Basis. Also du bist nicht allein, man steht hinter dir, man hat wahrscheinlich auch Verständnis dafür, dass du auch nicht perfekt bist wie jeder andere. Also, bevor du etwas tust, entscheidest, sagst, bitte langsam machen, ja, nochmal überprüfen, sich erst vergewissern, nicht einfach drauf los, schön langsam machen. Also je langsamer du machst, desto weniger Fehler machst du, desto weniger Irritationen gibt es und desto sicherer bist du auf deinem Weg. Das heißt, heute ist besondere Vorsicht geboten bei hastigen Dingen oder wenn jemand dich irgendwie auch zu irgendwas drängt. Dann erbitte dir ja eine Pause, Bedenkzeit, wie auch immer. Keine voreiligen Handlungen bitte, ja. Gute Überlegung ist wichtig, um die solide Basis auch zu stärken. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024, weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Der Mond war bisher im Löwen und wird ab 20.08 Uhr sich in der Jungfrau befinden. Das ist schön, weil auch Erdenergie stärkt dich, gibt dir gute Ideen, eine gute Planung, gute Vorbereitung, aber es macht eben auch ein klein wenig nörgelig. Ja? Also man kann so ein bisschen grummelig sein oder die anderen sind auch grummelig, kann auch sein. Und das kann natürlich auch manchmal so ein bisschen zu Verwirrung führen oder vielleicht auch Dissonanzen. So, wir haben darüber hinaus den Mars im Stier, auch sehr gut für dich zum Arbeiten. Ruhe gönnen auch zwischendurch, Pausen sind wichtig, um auch kreativ wieder auf Nummer 1 zu sein. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der weiterhin den Ehrgeiz schürt mit Jupiter, auch wenn das nicht so in direkter Konstellation ist. Wir haben ja den Uranus im Stier. Du kannst feintunen, ja. Und wir haben das Quadrat zwischen dem Mars im Stier und dem rückläufigen Pluto im Wassermann, heute noch. Das hatten wir jetzt 3 Tage. Das bedeutet, alter Groll lässt sich nicht so leicht beiseite räumen. Mit Neptun und Saturn in den Fischen, Feingefühl ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man merkt, welche Intentionen die Leute um einen herum haben und welche man selber hat. Ja. Wenn man vielleicht ein bisschen grummelig ist, dann sollte man es nicht auf andere schieben. So, und dann haben wir heute noch ein Quadrat zwischen dem Merkur in Zwillinge und dem Saturn in den Fischen. Und das kann in der Kommunikation durchaus auch zu Stress führen, gerade wegen diesem Quadrat mit Mars und Pluto und dann noch das Quadrat zwischen Merkur und Saturn. Also bitte vorsichtig vorgehen, sich nicht auf Hörensagen verlassen und auch nicht zu hastig vorgehen. Wir haben für den Steinbock, natürlich den Job, die Arbeit, das Ass der Kelche, Eigenliebe, sehr vorsichtig, sehr behutsam auch mit sich selbst umgehen, auch wenn man merkt, man ist nicht gut drauf oder man hat schlechte Laune oder was auch immer, akzeptiere es, aber gib darüber keinem anderen die Schuld. Wir haben die sieben der Kelche. Sieben der Kelche ist Neptun, ist Illusion, ist hohe Ansprüche. Das kann bedeuten, dass du mit dir selber haderst, weil du irgendwas irgendwie heute nicht zustande bringst, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ja? Vielleicht hast du dir auch zu viel aufgeladen, weil du hohe Ansprüche hast.
Und ja, es wäre ganz gut, wenn du da ein bisschen kürzer trittst. Wir haben hier auch mit der Wassermann-Energie gleich die Heilung. Es kann durchaus auch sein, dass die Streitpunkte aus der Vergangenheit auch zur Klärung beitragen, warum du so gestresst bist. Vielleicht sind das die gleichen Dinge, die wir schon öfter hier auch besprochen haben. Es wird langsam Zeit, dass du mehr auf dich und deine seelische und körperliche Gesundheit achtest, als auf das, was andere tun. Vielleicht solltest du da ein bisschen gefühlvoller mit dir selber umgehen. Das ist jetzt so mein Tipp. Mit dem Stern ist die Heilung sozusagen vor deiner Nase. Du musst es nur umsetzen. Also das ist die Überlegung, die du auf jeden Fall mal angehen solltest. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Die Sonne, die Venus, der Jupiter und der Merkur weiterhin in den Zwillingen. Großartig für dich natürlich. Aber wie immer kann es auch zu Übertreibungen führen. Die ganzen Planeten in einem Zeichen kann schon ein bisschen zu viel sein. Ja? Zu viel Kommunikation, zu viele Projekte gleichzeitig laufen, da sollte man aufpassen. Ich habe von Anfang an auch darauf hingewiesen, wie du dich entschieden hast, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das ein Punkt. Der Mond war bisher im Löwen, da geht es auch um Selbstdarstellung, sich so ein bisschen zu profilieren. Jetzt wechselt um 20 vor 8 der Mond in die Jungfrau. Da geht es um Genauigkeit. Da wird auch jeder Fehler wirklich einem vor die Nase gehalten und da wird nicht locker gelassen, bis das ausgemerzt ist. Und das kann schon ein bisschen nervtötend sein, tatsächlich. Ja. Und die Erdenergie holt uns aber wieder auf den Boden der Tatsachen. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, wie gesagt, nervig. Man braucht Geduld mit sich und anderen. Der Mars ist auch im Stier. Ruhiges Arbeiten mit Pausen ist durchaus drin. Man darf auch mal genießen. Man darf auch mal 5 Grad sein lassen. Hauptsache, man erledigt die Aufgaben genau. Und dann haben wir noch Neptun, Saturn in den Fischen. Gefühlsmäßig sich eben auch einstellen, wie man selber drauf ist, wie die anderen drauf sind, dass das gut funktionieren kann. Dazu kommt der rückläufige Pluto in deinem Zeichen, der immer noch natürlich den Ehrgeiz schürt mit Jupiter, auch wenn die nicht in direkter Konstellation sind. Wir haben da auch noch das Quadrat zwischen dem Mars im Stier und dem Pluto. Alter Groll, alte Dinge, die einen vielleicht schon lange nerven, können so richtig an die Oberfläche gelangen und können natürlich dafür sorgen, dass man so ein bisschen hadert mit einer Situation oder mit Ungerechtigkeit. Jetzt kommt heute noch das Quadrat zwischen Merkur und Saturn in den Vordergrund. Und das kann natürlich bedeuten, dass sich dieser Groll irgendwo ja Luft verschaffen möchte. Man sollte aber äußerst vorsichtig damit umgehen. Man könnte sehr viel Geschirr zerdeppern, auch an der falschen Stelle. Also eine gewisse Disziplin und Zurückhaltung wäre vielleicht ganz gut. Wir schauen mal. Da ist die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist die Falle. Ist auch hinterm Rücken reden, ist das Neue, das Unbekannte. Man weiß noch nicht, was auf einen zukommt. Mit den 9 der Schwertern hat man vielleicht auch Angst, dass etwas nach außen dringt, dass jemand etwas erzählt. Das kann stimmen oder das kann nicht stimmen. Man befürchtet, dass über einen geredet wird zum Beispiel, ja. Wir haben den König der Stäbe. Das kann auch die Löwe-Energie sein. Man möchte doch so gerne gut dastehen, ja. Und dann wird irgendwas erzählt, was nicht unbedingt stimmen muss. Was du jetzt tun kannst als Wassermann, Verantwortung übernehmen, ja. Du kannst stattdessen, dass du fürchtest, dass jemand irgendwas verbreitet, was nicht stimmt, selbst die Dinge in die Hand nehmen und sagen, Leute, so und so ist das. Ja, bevor irgendjemand was anderes erzählt, so und so sieht die Sache aus. Und ich habe halt die Befürchtung, dass da irgendwas draus gemacht wird, was nicht stimmt oder so. Ja, also die Dinge richtig stellen, das wäre so vielleicht eine Option, bevor, wie gesagt, deine Ängste wahr werden könnten und jemand irgendwas sagt oder tut oder dich aufs Glatteis führt in irgendeiner Hinsicht. Da wäre es hier wichtig, Verantwortung zu übernehmen und dann auch zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das und das. Und ich stehe dazu. Aber wenn jetzt einer anfängt, hier daraus eine Riesenkiste zu machen,
dann sollte man das nicht wirklich für bare Münze nehmen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht auf jeden Fall um eine Befürchtung, dass irgendetwas realisiert wird, wo du dann eben auch zur Verantwortung gezogen wirst. Wie gesagt, dann nimm die Dinge lieber selbst in die Hand. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 12. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur, alle in den Zwillingen. Kennst du schon, ist nicht neu, ist schon länger, ist aber vielleicht auch manchmal ein bisschen viel anspruchsvoll und bringt einen auch so ein bisschen von den Dingen weg, die man eigentlich machen möchte oder lenkt ab oder ist vielleicht auch stressig zum Teil. Ne? Mit dem Mond im Löwen, ja, war die Selbstdarstellung dabei. Jetzt haben wir den Mond ab 20 vor 8 in der Jungfrau. Da kann man akribischer arbeiten. Man sollte sich aber auch Zeit lassen. Man sollte sich auch da nicht stressen und schon gar nicht stressen lassen von anderen. Denn Jungfrau-Mond ist kritikfreudig und jeder Fehler wird an die große Glocke gehängt. So, wir haben Neptun, Saturn in deinem Zeichen. Du hast auch natürlich Einfluss von Neptun, der dich bisweilen manchmal auch ablenkt, verträumt dastehen lässt oder so. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn du eben dir auch nicht zu viel aufgehalst hast und zu viel Verantwortung trägst für dich, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Der Mars im Stier verhilft dir eben auch dazu, die Dinge gut abzuarbeiten, voranzukommen, ja, in deinem Tempo. Also das scheint auch gut zu klappen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der auch weiterhin mit Jupiter auch dafür sorgt, dass man was erreichen will. Das ist ja auch nicht verkehrt, solange man eben nicht übertreibt. Wir haben aber auch das Quadrat zwischen dem Mars im Stier und dem Pluto im Wassermann noch, also heute noch, wo eben alte Dinge wieder aufkommen und einem vielleicht ein flaues Gefühl in der Magengegend verbreiten. Als wäre das noch nicht genug, haben wir heute auch noch ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn. Merkur ist in den Zwillingen, Saturn in deinem Zeichen. Also da kann einiges an die Oberfläche gelangen und man sollte selber natürlich auch schauen, was daran ist realistisch. Mit Neptun könntest du auf der falschen Fährte sein, ja. Du könntest vielleicht auch zu gutgläubig sein, zu tolerant vielleicht auch, je nachdem. Wir schauen mal, was die Karten sagen. Wir haben den Fokus. Das ist der Page der Stäbe. Der Fokus liegt auf dem Schmerz, auf der Enttäuschung. Also egal, worum es da geht, du fokussierst dich auf die Enttäuschung. Du solltest dich langsam davon distanzieren. Distanzieren bedeutet nicht, dass das weniger schmerzhaft ist, sondern dass du, statt dich damit zu beschäftigen, dich mehr um dein Wohlergehen und das Hier und Jetzt kümmern solltest. Wir haben die 6 der Münzen, das bedeutet, es ist für dich Zeit, einen Ausgleich zu schaffen zu dem, was dir vielleicht an Ungerechtigkeit widerfahren ist, zu dem, was du heute vielleicht erlebst und was vielleicht auch in den Hintergrund rückt, weil du dich zu sehr auf etwas fokussierst, was du leider nicht mehr ändern kannst. Ja, ich denke, es geht darum, diese Schiene zu verlassen und einfach ein neues Ziel, einen neuen Fokus zu stecken für dich, für deine Zukunft und für das Miteinander. Also wie man sich etwas wünscht, vorstellt, ja, dass man eben auch sagt, jetzt reicht es, jetzt habe ich mich lang genug damit rumgeärgert. Ich arbeite jetzt aktiv daran, diese Kränkung, Verletzung nicht mehr mit mir herumzutragen, sondern darauf etwas aufzubauen, was mich in Zukunft vor solchen Gefahren vielleicht auch schützt. Also vielleicht auch im Zusammenspiel mit anderen. Lass dir ruhig dabei helfen. Das kann sehr gut gelingen, ja. Also es ist immer gut, vielleicht auch andere um Unterstützung zu bitten, egal um was es da gerade geht. Das sollten natürlich auch Leute sein, denen du wirklich vertraust. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder.